This is David Hammer and from Digital Hardcore Recordings. My band is Shizuo and we're doing fucked up shit. What do you mean with fucked up shit? Can you describe that? Yeah, it's shit that's supposed to fuck you up. Yeah? Do you need that? Do you need that? Yeah, that's fun, yeah, that's great, you know. Like, I mean, other stuff fucks me up too, but... Oh yeah, like? Like normal music or something. Yeah? But... What do you consider normal music? Like charts kind of shit and stuff. Can you listen to that? Yeah. Shizuo hat DHR in eine Richtung entwickelt, was ich total als, das ist wie Chaos-Theorie, also ohne dass er sich, glaube ich, selber bewusst ist, es ist wie Anarchie. I play with the parameters, you know, sometimes I take a clean sound, you know, I mean, what do I have here, yeah, exactly, you know, I have here on my little small sampler, brand new kind of thing, I have like a clean one, and then I have really dirty ones. See, it's like, where are these ones? This one. Jeder denkt zuerst, es ist ein totales Durcheinander, aber da ist eine Struktur drin und es ist auch eine Verweigerung von Machtstrukturen innerhalb der Musik. Shizuo braucht keinen Refrain mehr, um halt es klar zu machen, worum es geht, zum Beispiel. Zombie, die Beastie Boys sind totale Shizuo-Fans, weil einfach, wie kann das möglich sein, dass so ein Typ, der Comics zeichnet und Drogen nimmt, also einfach die abgefuckteste Musik zur Zeit im Universum macht. Yeah, it's easy. I mean, you just have to make it loud and... Loud and fucked up and cut the bullshit and stuff like that. And so right now it's all very loud. That's my neighbors, you know, they collecting signatures. That's not very nice. Collecting signatures to move you out? Yeah. So do you think your music is too heavy for the British people? No, they just don't want to see it. You know, they're scared of it, of the sound. You know, they want their 60s kind of retro shit, or their West Coast hip hop beats. You know, they want their kind of nice little techno house or whatever. You know, their jungle. You know, but they don't have any balls. Gerade auf dem Gebäude am Potsdamer Platz und von hier aus kann man eigentlich ganz gut sehen, wo viele Clubs zum Beispiel früher waren. Genau, wenn man meinem Finger folgt, das ist so ein graues Gebäude und dann daneben, da haben wir öfter, also so 1992, 93 Bass Terror Partys gemacht. Das waren für uns so die ersten Hardcore Breakbeat Underground Partys, wo eigentlich
auch so der DHR-Sound entstanden ist. Hier in der Dirksenstraße war mal 1995 so für circa 9 Monate unser Club, der hieß Suicide. Er hat geschlossen, also wir mussten schließen am 1.12.95. Und das war eigentlich so der Laden, wo E-Cater zum Beispiel das erste Mal gespielt hat. Zum Beispiel die Werbung war Kill yourself at the Suicide and then have a drink before. Und viele Leute, gerade in der Techno-Szene, haben sich ja total aufgeregt, weil die Techno-Clubs immer sowas, so Namen hatten, so wie Yeah, so pseudo-fröhliche Namen. Und wir waren dann natürlich, es war genau dieses Klischee, was viele von uns erwartet haben, so ja, alle bringen sich nur um und alle sind nur auf Zerstörung aus. Meine erste Punkband, als ich 12 war, und am Anfang von Punk fand ich gut, dass es war eher eine Haltung als eine Art, sich anzuziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist das genau das Gleiche, was mich später an Techno genauso gestört hat. Weil ich bin dann, als ich 17 war, habe ich mit allen meinen Freunden gebrochen und habe gesagt, okay, ich kann mich damit nicht mehr vereinbaren, und bin dann auf die ersten Acid-Partys gegangen. Und war dann total begeistert von Acid und dem ersten Techno, der aus Detroit und Chicago kam, weil das hatte halt so eine Energie und es war mit so wenig Equipment gemacht, da sah ich Ähnlichkeiten wie im Punk. Und ich meine, man muss sich überlegen, das war eine Zeit, wo Bands aus den 60ern, 70ern wieder ein Comeback hatten, Tina Turner, Genesis, solche Bands mit riesengroßen Rockveranstaltungen, die ich einfach zum Kotzen fand. Also, und da haben wir halt gedacht, dass Techno das wird es halt total zerstören. Und danach wird halt alles, sagen wir mal, gerechter verteilt sein. Also man kann halt Platten rausbringen, ohne dass man eine 500.000 braucht, um das zu produzieren und so weiter. Und im Endeffekt hat ja Techno hat ja nichts erreicht. Also Techno hat in den ganzen 10 Jahren sind es jetzt fast schon, die es irgendwie in Europa besteht, hat es eigentlich keine wirkliche Veränderung erreicht.